Ich mache uns auch zum Essen eine alkoholfreie Pina Colada. Findest du doch so lecker. Hä? Was ist los? Geht's los? Sind das die Wehen? Nein. Komm, setz dich. Nein, 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 Schatz, ist nur ein Ziehen. Ist schon wieder vorbei. Geht schon wieder. Mach dir keine Sorgen. Ja, du bist lustig. Jetzt, wo es jeden Tag losgehen kann. Das dachte ich ja schon, als du dich gestern nicht gemeldet hast. Ich war doch bloß bummeln mit Elisabeth, habe ich dir doch gesagt. Ja, aber es wäre schön, wenn du mir vorher Bescheid geben würdest, hm? Hey, ich will dich nicht kontrollieren. Du bist der Erste, der erfährt, wenn es losgeht, versprochen. Versprochen? Gut. Finde ich als Vater auch nur fair. Ach, ich liebe es, italienisch zu kochen. Mhm. Oh, schön. Vor allem bei dem Begleitservice. Ja. Wo bleiben denn eigentlich Charlie und David? Das Essen ist gleich fertig. Die kommen bestimmt gleich. Bitte. Ich mach's nicht so scharf, Isabel, okay? Mhm. Da seid ihr. Hallo. Hallo zusammen. Oh. Entschuldigt, dass wir etwas zu spät sind, aber Charlie musste ja unbedingt... Noch was erleben. Ja, so kann man das auch nennen. Danke, ich schaue erst mal nach Isabel. Lecker. Hallo, na, wie geht's dem Baby? Isabel? Herr Kinder, kommt mal, da ist was nicht in Ordnung. Isabel? Was ist los? Hast du Schmerzen? Die Wehen, ich glaube, es geht los. Wie? Es geht los? Aber wieso denn hier? Komm, ich fahr dich ins Krankenhaus. Lass mal, komm. Alles okay? Okay, super, machst du das super. Lars, ruf den Notarzt, schnell. Super. Ja. Genau. Schatz, halt noch ein bisschen durch. Ja, hier beim Brandner und Novak. Sperrbarweg 12. Wir bräuchten dringend einen Notarzt. Ja, ja. Nein, eine Geburt. Ja, danke. Sie kommen. Ja. Wir sind alle bei dir. Kommt der Arzt! Jetzt guck doch mal, wo der bleibt. Die Fruchtblase ist geplatzt. Ich bin gleich wieder da. Mein Gott, wir müssen was tun. Komm, lass uns ins Krankenhaus fahren. Okay, halt dich hier fest. Haben wir doch keine Zeit mehr. Wir müssen hier alles vorbereiten. Was, Hannah? Hier? Ja, natürlich. Keiner von uns kennt sich mit der Geburt aus. Also, ich habe in Australien schon mal bei einer Entbindung geholfen. Der Klassiker im Taxi. Also, wenn ich weiterhelfen kann, dann... Na gut, David, komm, dann sag dann, was sollen wir tun? Komm. Okay, als erstes würde ich sagen, wir bringen Isabel am besten erstmal ins Schlafzimmer. Dann brauchen wir warmes Wasser und saubere Handtücher. Das nenne ich Gedankenübertragung, okay. Isabel? Okay. Isabel? Das Wichtigste ist jetzt richtig atmen, okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Du machst das super. Nicht verkrampfen, ja? Dann bringe ich jetzt ins Schlafzimmer, ja? Hannah, hast du sie? Nee, von mir halte ich hier fest. Ja, halt komm, fest. Schatz, atmen. Gut machst du das. Komm. Okay, Florian, übernimmst du mal hier, ja, bitte? Ja. Schnell. Ja, ich komme. Ruhig atmen, Isabel. Komm. Ja, okay. Das machst du prima. Das machst du klasse. Komm, Schatz. Ruhig atmen. Hannah, musst du da was vorbereiten? Da hinten sind noch Handtücher. Ja. Gut so. Super, nochmal so. Genau so. Ja. Das machst du ganz prima, Isabel. Ich seh schon das. Nochmal so. Tief atmen und pressen. Isabel. Komm. Ja, okay. Jetzt ist das Köpfchen fressen. Da. Jetzt noch einmal so, dann hast du es. Fressen! Wenn ich vielleicht doch nochmal nach dem Notarzt sehe? Nein, Lars, die schaffen das schon. Es ist da! Willkommen beim großen Spiel des Lebens.